Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es um das Albrecht AE6490 CB-Funkgerät. Beginnen wir mit den Bedienelementen. Links in der Ecke findet sich der Ein-Ausschalter mit integrierter Lautstärkeregelung. Rechts oben befindet sich der Drehregler für die Rauschsperre und direkt darunter der Drehregler für die Kanalwahl. Hier finden wir die Taste für die automatische Rauschsperre. Sobald die automatische Rauschsperre aktiviert ist, ist hier ASQ zu sehen und der Poti hier ist, der Regler ist überbrückt und das Funkgerät übernimmt nun die automatische Steuerung der Rauschsperre. Direkt daneben finden wir den Schalter für den Knopf für den Memory. Hier können wir gespeicherte Kanäle abrufen. Das machen wir ganz einfach, indem wir einmal auf Memory drücken und nun haben wir hier insgesamt 5 Knöpfe. Der erste steht jeweils für 1 und der letzte für 5. Und wenn wir den ersten Memory-Speicherplatz abrufen wollen, drücken wir einfach auf den ersten Knopf in der Reihe. Jetzt sehen wir hier 1 und das ist in diesem Fall 40. Um einen Kanal abspeichern zu können, wählen wir einfach jetzt den Kanal aus, den wir abspeichern möchten, meinetwegen 49. Drücken einmal hier die Scratch-Taste rein, jetzt sehen wir hier oben FC für Funktion und drücken einmal hier auf Mem. Hier sehen wir Mem Save. So, und jetzt wählen wir, in welcher der 5 Speicherplätze der Kanal abgespeichert werden soll. Meinetwegen sagen wir jetzt hier 49 auf 1. Haben wir abgespeichert. Können wir mal kontrollieren. Wir schalten mal ein bisschen rum. Und gehen jetzt mal auf Memory und auf Platz 1. Und dann wird auch gleich unser Kanal abgerufen. Gut, fahren wir weiter fort mit der nächsten Taste. Hier sehen wir EMG, Emergency. Hier können wir die Notrufkanäle 9 und gegebenenfalls 19 abrufen. Als nächstes haben wir hier den Knopf Scan. Ich gehe einmal aus dem Notfallmodus raus. So, jetzt haben wir einmal den Modus Scan. Wenn wir da drauf drücken, werden die Kanäle automatisch nach einem Signal durchsucht. Sobald das Funkgerät ein Signal erkennt, bleibt der Zähler stehen und der Kanal wird abgehört. Nach einer Weile, wenn das Signal wieder erloschen ist, sucht er nach weiteren Frequenzen. Eine weitere Funktion hier ist M-Scan. Damit lassen sich die eingespeicherten, die Memory-Kanäle, alle durchscannen. Also alle 5 lassen sich dann auf einen Schlag durchscannen. Das machen wir, indem wir jetzt erstmal den Scan beenden und einmal hier oben auf Squelch drücken für Shift und auf M-Scan. Jetzt werden alle gespeicherten Kanäle durchsucht. Und auch hier bleibt der Zähler stehen, wenn ein Signal erkannt worden ist. Gut, beenden wir das Ganze noch einmal mit Scan, Doppelscan. So, und hier haben wir den Schalter für die Modulationsart, einmal für AM und FM. Hiermit lässt sich die Modulationsart umstellen, wie wir hier oben sehen können, AM, FM. Wenn wir jetzt in AM und über 40 senden wollen, dann sagt der Error, weil AM kann man nur von 1 bis 40 verwenden. Dazu aber gleich noch mehr. Dann haben wir hier auch noch einen weiteren wichtigen Punkt, nämlich Menü. Das Menü lässt sich aufrufen wieder mit Shift und Menü. Jetzt haben wir hier einmal Beep, also für den Roger Beep. Den können wir hier und hier können wir das verstellen, an, aus. Ich lasse das jetzt mal an und dann drücken wir wieder auf Menü. Hier, nee, das war Roger Beep, das andere war Tastenton. Hier Roger Beep, sage ich, möchte ich anschalten. Nochmal auf Menü. Hier können wir die Farbe auswählen, grün und rot. Ich mache jetzt mal rot. Und einmal die Helligkeit. So, dann sind wir jetzt durch und haben hier wieder den eingestellten Kanal. Eine weitere nützliche Funktion ist, dass das Funkgerät sich auf verschiedene Ländernormen umstellen lässt. Wie das funktioniert, zeige ich jetzt. Zuerst müssen wir das Funkgerät abschalten und werfen dann einen Blick auf die obere Seite des Funkgerätes. Hier ist eine Tabelle zu erkennen, auf der angegeben wird, welche Tastenkombinationen beim Einschalten gedrückt werden müssen. Das heißt, hier die Key-Taste, das ist jetzt für jede Ländernorm unterschiedlich. Zum Beispiel Deutschland, da haben wir 80 Kanäle in FM und 40 in AM.
Dazu müssen wir die FC-Taste und die Power-Taste gleichzeitig drücken. So, die Ländernormen haben wir jetzt eingestellt. Wenn wir jetzt meinetwegen auf E möchten, drücken wir Memory und Power gleichzeitig, um die Ländernorm umzustellen. Das probieren wir jetzt einfach einmal. So, dazu legen wir schon mal den Finger auf Memory, halten Memory gedrückt und schalten gleichzeitig das Funkgerät an. Und da werden wir gleich sehen, dass sich hier was tut. Und zwar E für Europa. So, wollen wir das Ganze jetzt wieder zurückstellen? Jetzt haben wir nämlich 40 Kanäle AM, 40 FM. Wollen wir das Ganze jetzt wieder zurückschalten auf die deutsche Norm? So schalten wir das Funkgerät wieder aus, drücken einmal die Squelch-Taste und schalten das Funkgerät an. Und da sehen wir DE. So, alles klar. Das war mein Video zum Albrecht AE6490. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Über ein Like oder ein Abonnement würde ich mich sehr freuen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.